Nach meinem eigenen Beinahe-Crash habe ich mich sehr viel mit Abstürzen beschäftigt. Als Pilot habe ich ja Zugang zu den Ermittlungsakten und als ich mir diese Unfallberichte mal näher angesehen habe, da ist mir aufgefallen, da gibt es ein ganz bestimmtes Muster. Bei 9 von 10 Abstürzen lag die Ursache nämlich nicht beim fliegerischen Versagen, ja, also weil die Piloten Manöver versemmelt hätten oder so, sondern weil das Team versagt hat. Bei 9 von 10. Ja, verehrte Fluggäste, ich darf Sie herzlich hier an Bord willkommen heißen. Wir sind in Kürze startbereit und erwarten eine pünktliche Landung. Wir hoffen, Sie fühlen sich wohl bei uns an Bord und ich wünsche Ihnen jetzt einen angenehmen Flug. Mit genau diesen Worten habe ich am 24. Februar 2009 meine Fluggäste an Bord begrüßt. Wir sind in Hurghada, das liegt am Roten Meer in Ägypten. Und gemeinsam mit meinem Kollegen Thomas im Cockpit treffe ich die letzten Vorbereitungen für unseren Rückflug nach Deutschland. Wir bekommen unsere Beladepapiere rein, Abfluggewicht 77 Tonnen, 189 Passagiere an Bord. Wunderschönes Wetter, strahlend blauer Himmel, 30 Grad. Kurze Zeit später stehen wir dann auf der Startbahn und erhalten vom Tower unsere Startfreigabe. Ich schiebe die Schubhebel nach vorne. Und im nächsten Moment geht auch schon dieses dunkle Grollen der Triebwerke durch das Flugzeug. 26.000 PS drücken uns in die Sitze. Wir beschleunigen, erreichen 100 km/h, 200 km/h. Bei 275 km/h ziehe ich die Maschine langsam nach oben. 77 Tonnen beginnen zu schweben. Thomas fährt das Fahrwerk ein und es geht jetzt steil nach oben. Ich drehe den Flieger in eine große Linkskurve, um der Abflugroute zu folgen. Und in dem Moment bricht das Chaos aus. Wir werden in unsere Schultergurte hineingepresst, Sachen fliegen durchs Cockpit, Warnlampen gehen an, ich höre eine laute Sirene, alles gleichzeitig. Und im nächsten Moment befinden wir uns im freien Fall. Als hätte sich eine Falltür unter uns geöffnet, stürzten wir plötzlich senkrecht in die Tiefe. 150 Meter über Grund. Das sind 4 Sekunden bis zum Aufprall. Wie kann das sein? Wie kann eine voll funktionsfähige, moderne Passagiermaschine bei schönsten Wetterbedingungen einfach so vom Himmel fallen? Was nach perfektem Wetter aussah, war in Wirklichkeit der Albtraum jedes Piloten. Denn was uns da erwischt hat, war eine sogenannte schwere Windscherung. Das ist ein sehr seltenes Wetterphänomen und ganz vereinfacht ausgedrückt, das ist ein plötzlicher Wechsel in der Windrichtung. Ja, wir starten ja immer gegen den Wind, weil dann dieser Luftstrom optimal an unseren Tragflächen anliegt. Das erzeugt diesen Sogeffekt, deshalb fliegt ein Flugzeug. So, und in dem Moment war dieser Luftstrom weg, weil der Wind komplett vom Gegenwind auf Rückenwind gedreht hat. 77 Tonnen hatten plötzlich die Flugeigenschaft wie ein Klavier. Zurück ins Cockpit. Wir befinden uns also mitten in der Steilkurve, im freien Fall. Diese Sekunden, die über Leben und Tod entscheiden, die ziehen wie in Zeitlupe vorbei. 2 Gedanken schießen mir durch den Kopf. Erstens, du musst sofort handeln. Und zweitens, du hast nur diesen einen Versuch. Also nehme ich meinen ganzen Mut zusammen und tue das Undenkbare. Anstatt weiter zu ziehen, drücke ich die Nase mit aller Gewalt nach unten. Die Maschine kippt sofort vorne über und statt dem blauen Himmel sehen wir jetzt die Sanddünen der ägyptischen Wüste, die auf uns zugeschossen kommen. Thomas hat mir Jahre später erzählt, mit diesem Bild der Sanddünen vor Augen, hat er sich in dem Moment innerlich verabschiedet. Aber genau in dem Moment passiert das Wunder. Durch dieses spezielle Flugmanöver holen wir etwas an Fahrt auf. Dadurch kehrt der Luftstrom zurück an unseren Tragflächen und mit ihm der Auftrieb. Ich spüre das und ziehe jetzt die Nase ganz vorsichtig nach oben, um den freien Fall zu stoppen.
Also ich merke, dass sich die Maschine weiter stabilisiert, gewinne ich schnell an Höhe, aktiviere den Autopiloten und erkundige mich sofort, ob Passagiere oder jemand aus meiner Crew verletzt wurde. Alle waren noch angeschnallt. Ja, und das ist der Moment, wo ich auch das erste Mal selber durchatmen kann. Also ich höre, niemand ist verletzt. Ich entscheide dann mit Thomas gemeinsam, unseren Rückflug nach Deutschland fortzusetzen. Was tust du, wenn all deine Routinen plötzlich nichts mehr wert sind? Was tust du, wenn dein innerer Autopilot ins Leere fliegt und dir keine Checkliste mehr sagt, was jetzt zu tun ist? Oder anders gefragt, was macht eigentlich den Unterschied zwischen Crash und Punktlandung? Nach meinem eigenen beinahe Crash habe ich mich sehr viel mit Abstürzen beschäftigt. Als Pilot habe ich ja Zugang zu den Ermittlungsakten, und als ich mir diese Unfallberichte mal näher angesehen habe, da ist mir aufgefallen, da gibt es ein ganz bestimmtes Muster. Bei 9 von 10 Abstürzen lag die Ursache nämlich nicht beim fliegerischen Versagen, ja, also weil die Piloten Manöver versemmelt hätten oder so, sondern weil das Team versagt hat. Bei 9 von 10. Und das fand ich spannend und wollte wissen, was genau lief da vorne eigentlich schief. Und bei meinen Recherchen bin ich immer und immer wieder auf die gleichen 3 Probleme gestoßen. Entscheidungsschwäche, schlechte Kommunikation und mangelnde Prioritätensetzung. Immer wieder die 3 Faktoren. Der Crash, der passiert nicht hier, der passiert hier. Wenn ich von Unternehmen eingeladen werde, über Führung und Change Management zu sprechen, dann möchte ich erstmal die Mitarbeiter in diesem Unternehmen kennenlernen. Ja, also wo soll die Reise hingehen? Wo drückt der Schuh? Wie ist die Stimmung? Und bei diesen Gesprächen wird dann relativ schnell klar, da rollt im Moment eine Lawine an Fragen und Herausforderungen auf die Unternehmen zu. Stichwort Digitalisierung, Industrie 4.0, künstliche Intelligenz. Auch die stehen vor genau dieser Frage. Was tust du, wenn all deine Routinen nichts mehr wert sind? Und je größer die Unsicherheit da draußen, desto wichtiger wird doch das Vertrauen im Innern. Und ist Ihnen das mal aufgefallen? Über Vertrauen wird immer dann gesprochen, wenn es gerade nicht da ist, oder? In der Politik zum Beispiel. Da wird dann die Vertrauensfrage gestellt. In der Beziehung auch. Schatz, vertraust du mir eigentlich noch? Oder im Job, da kommt es dann zum Vertrauensbruch. Ja, und in der Luftfahrt, da dreht sich sowieso alles irgendwie um Vertrauen. Das geht ja schon los, wenn Sie zu mir an Bord kommen. Dann vertrauen Sie mir Ihr Leben an. Auch im Cockpit brauchen wir Vertrauen. Dabei kenne ich den Kollegen oft noch nicht mal. Und das hat mich zur nächsten spannenden Frage geführt. Wer saß eigentlich am Steuer, wenn es gekracht hat? Der Kapitän oder der Co-Pilot? Denn das wissen viele nicht, die beiden wechseln sich immer ab. Ja, mal fliegt der, mal fliegt der. Was glauben Sie? Wer crasht öfter? Wer von Ihnen würde spontan sagen, der Kapitän saß öfter am Steuer, wenn es gekracht hat? Ja. Wer von Ihnen würde spontan sagen, der Co-Pilot war öfter der Bruchpilot? Okay. In 80% aller Abstürze und Unfälle saß der erfahrene Kapitän am Steuer, nicht der Co-Pilot. Ja, also, wenn Sie das nächste Mal in ein Flugzeug steigen, ja, der dauert ein bisschen, dann hoffen Sie mal lieber, dass der unerfahrene Co-Pilot die Maschine durchs Gewitter steuert. Klingt irgendwie paradox, oder? Warum ist das so? Schauen Sie, Flugzeugabstürze haben so gut wie nie nur die eine Absturzursache. Ja? Also den einen technischen Defekt oder den einen dramatischen Pilotenfehler. Wenn Flugzeuge abstürzen, dann wegen einer regelrechten Fehlerkette. Haben Sie vielleicht schon mal gehört. Für Firmenpleiten gilt im Übrigen genau dasselbe. Ein Unternehmen, eine Abteilung zu steuern oder ein Flugzeug zu steuern, das ist niemals eine Einzeldisziplin, sondern immer
eine Teamleistung. Unternehmen und Flugzeuge stürzen nicht ab, weil der Einzelne einen Fehler macht, sondern weil niemand im Team den Fehler sieht oder sehen will. Oder weil sich niemand im Team traut, den Fehler offen anzusprechen. Genau da beginnen die Probleme, wenn der Chef am Steuer sitzt. Machtdistanz verhindert Teamwork. Deshalb spielt es im Cockpit heutzutage auch keine Rolle mehr, wer der Kapitän und wer der Co-Pilot ist. Stattdessen gibt es jetzt die Rolle des sogenannten Pilot Flying und die des Pilot Monitoring. Der Pilot Flying, da werden Sie jetzt nie drauf kommen, der fliegt die Maschine. Der hat die Verantwortung und gibt die Kommandos an seinen Pilot Monitoring. Der Pilot Monitoring führt die Kommandos aus, unterstützt seinen Kollegen und greift zur Not ein, wenn der nicht reagiert. Das heißt, ja, wir haben nach wie vor eine Hierarchie im Cockpit, aber die ist nicht gebunden an eine Person, sondern an eine Rolle. Mal ist der Kapitän Pilot Flying, mal der Co-Pilot. Im Cockpit zählt kein Titel und kein Rang, sondern nur das Team. Das ist auch der Grund, weshalb ich meine Seminare in einem Flugsimulator mache. Da sitzt nicht der Leiter Vertrieb neben dem Leiter Marketing, sondern der Pilot Flying neben dem Pilot Monitoring. Und da geht es nur um eins, gemeinsam die Kiste darunter zu bekommen, weil das geht nur gemeinsam. Und plötzlich sehen Sie da ein Team, die unterstützen sich, die fighten, die kommunizieren und dann landen die das Ding ganz ohne meine Hilfe. Und an dieses Erfolgserlebnis, das erste Mal selbst geflogen, da erinnern die sich noch Jahre später zurück. Apropos erster Flug, ich habe Ihnen heute Abend mal ein Foto mitgebracht, das ist jetzt fast auf den Tag genau 15 Jahre alt. Schauen Sie mal her. Das ist während meiner Pilotenausbildung in Arizona. Wasserstoffblonde Haare waren damals übrigens der letzte Schrei. Ja. Und da übt man das Fliegen auf so kleinen Propellermaschinen. Nur ein paar Monate, nachdem dieses Foto entstanden ist, war das plötzlich mein Arbeitsplatz. Also buchstäblich von heute auf morgen sollte ich große Passagiermaschinen fliegen und die Verantwortung für hunderte Menschenleben übernehmen. Mit gerade mal 22 Jahren. Frisch von der Flugschule. Null Erfahrung, null Selbstvertrauen. Und ich weiß noch genau, wie ich in einem Raum saß mit 5 anderen jungen Co-Piloten. Erster Arbeitstag. Die Tür geht auf. Der Chefpilot der Airline höchstpersönlich kommt herein. Der sah auch genauso aus, wie Sie sich einen Chefpiloten jetzt gerade vorstellen. Er sagt kein Wort, setzt sich, mustert jeden Einzelnen von uns und sagt dann einen Satz, den ich niemals vergessen werde. Wir sehen in Ihnen keine Co-Piloten. Wir sehen in Ihnen zukünftige Kapitäne. Wow, oder? Erster Arbeitstag. Das nenne ich mal Vertrauensvorschuss. Und als ich dann meinen allerersten Flug hatte, direkt mit Passagieren an Bord, ja, raten Sie mal, da war ich der Pilot Flying, der direkt die Maschine steuern sollte, der die Verantwortung hat. Und ich weiß noch, als wäre es heute, wie ich da drin saß in meinem Cockpit bei der Flugvorbereitung, das Boarding lief bereits und ich mich fast schon ungläubig umgedreht habe. Die Cockpit-Tür stand so ein Spalt weit offen und ich konnte sehen, wie die Passagiere reinströmen. Und ich mir nur so gedacht habe, wenn die wüssten. Ja? Wenn die wüssten. Mein Kapitän, der wusste das natürlich. Der war besonders aufmerksam. Der hat mich bei meiner Arbeit unterstützt, aber er hat mir die Verantwortung überlassen. Der hätte im Notfall natürlich eingegriffen, aber eben nur dann. Der hat mich ganz bewusst meine Fehler machen lassen, der hat mich meine Erfahrungen sammeln lassen und ich kann Ihnen sagen, ich habe nie wieder in meinem Berufsleben so viel gelernt wie auf diesen allerersten Flügen als junger Co-Pilot, weil man mir die Angst davor genommen hat, überlebbare Fehler zu machen. Weil man mir die Angst davor genommen hat, Verantwortung zu übernehmen. Einer guten Führungskraft geht es nicht darum, dass die Menschen ihr vertrauen.
eine gute Führungskraft schafft es, dass die Menschen sich selbst vertrauen. Deshalb geben auch Sie jedem in Ihrer Crew die Möglichkeit, als Pilot Flying überlebbare Fehler zu machen. Geben auch Sie jedem in Ihrer Crew das Gefühl, ein zukünftiger Kapitän zu sein. Denn Vertrauen ist der Treibstoff für Erfolg. Denn wenn Sie Vertrauen haben, dann verändert sich etwas ganz Wesentliches: Ihre Perspektive. Vertrauen verändert Ihren Fokus. Plötzlich sehen Sie nicht mehr all die Dinge, die nicht gehen, die Probleme, die Hindernisse, sondern Sie fokussieren sich auf das, was Sie jetzt beeinflussen können, auf das, was geht. Das ist genau dieses Vertrauen, diese innere Stärke, von der ich glaube, dass sie den Unterschied ausmacht zwischen Crash und Punktlandung. Ja, und bevor ich jetzt gleich zu meiner Landung hier bei Ihnen ansetze, möchte ich Ihnen noch den wichtigsten Schalter bzw. Knopf bei uns im Cockpit vorstellen. Denn der hat eine ganze Menge mit Vertrauen zu tun. Das ist der sogenannte Toga-Button. Toga steht für Take Off and Go Around. Das ist ein winzig kleiner Knopf. So groß. Der ist an den Schubhebeln angebracht. Und wenn ich den drücke, dann fahren die Schubhebel automatisch, wie von Geisterhand, auf vollen Schub. Wir drücken diesen Knopf, wenn wir mal durchstarten müssen. Jetzt stellen Sie sich folgende Situation vor. Der Pilot befindet sich bereits im Endanflug. Der sieht vor sich schon die Landebahnlichter. Aber die Wetterbedingungen sind alles andere als optimal. Es ist dunkel. Es schüttet wie aus Eimern und der Wind kommt böig von der Seite. Und der Pilot weiß, unter diesen Bedingungen kann ich nicht sicher landen. Der weiß, er müsste eigentlich durchstarten, aber aus irgendeinem Grund zögert er. Der zögert, weil er es nicht schafft, sich von seinem Plan, da jetzt zu landen, zu verabschieden und sich neu zu orientieren. Den Blick zu öffnen für andere Möglichkeiten, wie einfach den Ausweichflughafen anzufliegen. Die meisten Abstürze und Unfälle in der Geschichte der zivilen Luftfahrt hätten vermieden werden können, wenn der Pilot einfach nur diesen kleinen Knopf gedrückt hätte und durchgestartet wäre. Nicht eine Fehlhandlung führt zum Absturz, sondern fast immer das Fehlen einer Handlung. Ich glaube, wir alle haben diesen Toga-Button hier oben. Und wir alle kommen hin und wieder im Leben an genau diesen Punkt wie der Pilot, wo wir zögern, wo uns irgendeine unsichtbare Kraft zurückhält, nach den Sternen zu greifen. Und auch wir bereuen am Ende unseres Lebens nicht die Fehler, die wir gemacht haben, sondern die Dinge, die wir nicht gemacht haben. Vertrauen kommt von sich trauen. Dafür steht Toga. Für den Mut zu handeln, wenn die Kompassnadel hier in eine andere Richtung zeigt, als der Autopilot hier steuert. Das ist Toga. Und diesen Mut wünsche ich Ihnen von Herzen. Kommen Sie gut an. Dankeschön. Danke. Danke. Vielen Dank. Und wie fandst du den Vortrag? Ganz im Ernst, ich klebte an seinen Lippen. Ich war da live vor Ort und ich dachte nur, Wahnsinn, was ist das für eine Story, was ist das für ein Typ? Ja, und wie viel Kompetenz steckt dahinter, insbesondere Führungskompetenz. Bist du Chef, bist du Führungskraft, willst du einer werden, bist du gerade auf dem Weg dazu? Dann gibt es hier auch ganz spannende Informationen, wie du ein noch besserer Chef werden kannst.